So, Der als Zoll Beiersdorf wird. hören wir ja gerade, der hat es im Griff, ne? Also, das hört man ja. Clever gemacht, aufgesetzt, 10-jähriger Prozess, immer wieder verbessert, optimiert, ist ja cool. Bei welchen Herausforderungen stehst du denn so bei dem Kunden? Was haben die denn dann gerade, wenn wir an solche Konzerne wie Beiersdorf, Deutsche Bahn, BMW und so denken, die ja immer sehr international agieren, ne? Habt ihr dann von, sage ich mal, der IBM-Seite auch Hilfestellung, wie ich sowas hinkriege? Oder sagt ihr, zack, hier ist das Produkt, lass mich in Ruhe? Nee, also wenn wir das Produkt vorstellen, zum Beispiel der Christian oder ich, dann stellen wir auch gleich unseren Coaching- oder Implementierungsansatz vor. Also wir tun nicht nur das Produkt verkaufen, sondern wir tun auch den Service dazu verkaufen und natürlich durch unsere Businesspartner. Und idealerweise wird so ein Team 1 agil eingeführt, weil die Plattform an sich schon so agil ist. Und zu 95%, 98% werden wir immer agil, sei es jetzt Scrum oder wie auch immer wir das nachher die Agilität nennen, tun wir es einführen und im Rahmen von dessen ist es dann auch gleich ein Coaching. Das heißt, diejenigen, das werden zwei, drei Power-User sein, die dann später auch das System weiterhin betreuen, die nehmen wir eigentlich schon im Rahmen des Projekts mit an die Hand und setzen dann gemeinsam mit denen die Applikation um. Und wir treffen eigentlich auf alles Mögliche, also sei es in Großkonzernen, die du jetzt gerade erwähnt hast. Da gibt es noch zu Hunderten und zu Tausenden noch Excel- und Access-Lösungen. Und genau da kommen wir eigentlich rein und die sind nachher überglücklich mit dieser zentralen Datenhandlung, mit dieser Geschwindigkeit, mit der Security, mit den Out-of-the-Box-Funktionen, dass man da eigentlich das ablösen kann. Aber nichtsdestotrotz, wenn Sie Excel wollen, können Sie weiterhin im Excel bleiben. Und wichtig ist mir jetzt nochmal, Jens, wie war denn bei euch die Lernkurve mit diesem Dashboarding und Reporting und der Planungsanwendung? Weil du hast mir sinngemäß dann auch mal noch gesagt, weniger war bei euch damals mehr.